Schäfer von seiner langen, splissigen Mähne trennen. Zeit für einen neuen, angesagten Look. Sie freut sich auf ihren Friseurtermin. Die neue Trendfrisur Bob und Kurzhaarfrisur finde ich total klasse, weil ich finde immer, dass lange Haare einfach langweilig wirken. Und ich hatte noch nie kurze Haare und das, was ich noch nie hatte, das möchte ich natürlich irgendwann mal ausprobieren. Und jetzt finde ich, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich bin total aufgeregt, wie es sein wird, wie ich dann aussehen werde. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen. Ich bin beim sehr guten Friseur und der wird schon wissen, was er tut. Mutig, mutig. Michaela kann es gar nicht erwarten, die Haare abzubekommen. Ihre Vorstellungen und Wünsche bespricht sie mit Friseur Robert vom Münchner Bash Club. Jetzt zeig mir mal ein paar Sachen. Michaela hatte schon immer lange Haare, deshalb stellt sich die Frage, sind ihre Haare voll genug für den Kurzhaarschnitt? Steht ihr das überhaupt? Ich mache mir jetzt mal Gedanken. Wir waschen die Haare jetzt. Ja. Und danach, wenn die Haare gewaschen sind und eine Kur drauf war, dann kann ich mal sehen, in welche Richtung ich gehe. Und dann kann ich dir auch erklären, was für dich sinnvoll ist. Und auch mit deinem Modeljob. Weißt du, du musst ja auch wandelbar sein. Das ist das Wichtigste, verstehst du? Wenn die, die Haare so extrem kurz sind, dann ist halt auch schwer. Gut, du kannst die Haare nach hinten machen, kannst ein bisschen hochstellen. Das geht schon zum Wandeln. Aber ich finde halt, es darf nicht zu langweilig sein, aber auch nicht zu viel. Ja, also das muss man so ein Mittelmaß, finde ich halt ganz gut. Also erster Schritt, Haare waschen. Zeit darüber nachzudenken, ob das mit den kurzen Haaren wirklich die richtige Entscheidung war. Die Massage hilft auf jeden Fall dabei, ein kühles Köpfchen zu bewahren. Also mir geht's jetzt total gut. Bin sehr, sehr entspannt. Hat ja auch gerade eine schöne Kopfmassage. Und eigentlich kann mich jetzt nichts mehr umhauen. Zweiter Schritt, beraten. Jetzt geht's darum, was steht Michaela und was probiert man lieber nicht aus. Und dann geht's auch schon los. Die Haare kommen ab und nicht einfach die kaputten Spitzen. Es wird radikal geschnitten. Und geschnitten. Und nochmal geschnitten. Und dann geföhnt. Und dann nochmal geschnitten. Schließlich gefärbt. Jetzt hast du es erstmal warten. Dann kommt der Feinschliff. Und wie findet Michaela ihr neues Spiegelbild? Mir gefällt die Frisur so hammermäßig. Also ich war noch nie so glücklich nach dem Friseurbesuch, wirklich. Also ich muss sagen, ich habe mich nicht nur in die Frisur verliebt, auch ein bisschen in den Friseur. Michaela ist glücklich, die kaputten Haare sind ab und ihr neuer Look steht ihr richtig gut. Der nächste Tag, Michaela hat einen Job als Model. Sie wurde für ein Fotoshooting gebucht. Und was hält das Team von ihrem neuen Aussehen? Ich finde es super. Also es ist auch vor allem so, dass man mehr mit oder viel mit kurzen Haaren auch machen kann. Gerade jetzt bei der Michaela ist es ja so, dass sie wahnsinnig dickes Haar hat und viel. Sie wird mit Sicherheit selbst besser zurechtkommen mit dem Bob, den sie jetzt bekommen hat. Und steht ihr auch ganz toll. So vom Lob gestärkt geht es vor die Kamera. Ein Modeshooting soll es sein vor einem Flugzeug. Für Michaela eine doppelt neue Erfahrung. Ihre Frisur sorgt für ein völlig neues Selbstwertgefühl und dann noch so eine coole Location. Michaela gibt alles und der Fotograf Roman Merzinger ist begeistert. Sie ist sehr wandlungsfähig, bietet sehr viel an bei den Posen, hat einen super Gesichtsausdruck durch das tolle Make-up an den Augen vor allem, gefällt mir sehr gut. Ja, und was ich natürlich besonders hervorheben muss, ist die tolle Frisur, die sie jetzt hat. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Das Team ist rundum begeistert und Michaela ebenfalls. Es hat sich gelohnt und wir lernen,